Die deutschen Geheimdienste sind ins Gerede gekommen. Spätestens seit der NSA-Affäre ist vieles an die Öffentlichkeit gelangt, was bisher im Verborgenen passierte. Aktionen, die massive Kritik nach sich zogen. Die Regierung plant nun ein neues Gesetz für den Bundesnachrichtendienst. Danach sollen künftig präzisere Regeln für das Ausspähen von Zielen im Ausland gelten. Die umstrittene Reform ist bereits vom Kabinett gebilligt worden. Nein zur deutschen NSA. Die Botschaft der Demonstranten im Regierungsviertel, bloß keine Massenüberwachung durch den BND, wie dies durch den US-Geheimdienst NSA geschehen sein soll. Wenige Meter entfernt, Schlagabtausch im Innenausschuss des Bundestags. Thema, wie viel Kommunikation soll der BND künftig überwachen dürfen? Für den Sachverständigen Gerhard Schindler, ehemals BND-Präsident, ist klar, der Bundesnachrichtendienst müsse die Möglichkeit zur Kommunikationsüberwachung haben, etwa um über Krisenherde Bescheid zu wissen. Wir schaffen jetzt erstmalig eine ganz ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Auslandsaufklärung. Und wir werden heute mit den Expertinnen und Experten noch mal beraten, ob es gegebenenfalls Punkte gibt, die wir noch verbessern können. Zwar gibt es schon jetzt Kontrollorgane, die die Arbeit des BND kontrollieren, etwa das geheimtagende Parlamentarische Kontrollgremium. Für die Überwachung der reinen Auslandskommunikation soll nun aber zusätzlich ein neues Kontrollgremium geschaffen werden. Die Mitglieder sollen Juristen sein und von der Regierung bestimmt werden. Kritik von der Opposition. Kontrolle muss vor allen Dingen beim Parlament bleiben. Es kann nicht sein, dass es auf ein Gremium ausgelagert wird, das von der Bundesregierung bestimmt wird. Die einzelnen Teilnehmer werden von der Bundesregierung ausgesucht und bestimmt. Kritikern reicht's. Die Formulierungen im Gesetzentwurf seien so gewählt, dass der BND künftig deutlich mehr Kommunikation überwachen könnte als bislang und das Ganze auch noch rechtlich abgesichert.